Nachdem wir bei den Vespos vorbeigeschaut haben, sind wir jetzt dabei, ja, diesen Augen zu. Ja, ich wollte erstmal sagen, helfen, aber da sie das Puzzleteil besitzen, wollen wir das doch ganz schön gerne haben. Wir sind jetzt hier in Wolkenwonneland, so hieß es, glaube ich, ne? Doch, es war das Wolkenwonneland. Ich habe das Spiel so lange nicht gespielt, dass ich nicht mal die Weltennamen weiß, ne? Ja, doch, Wolkenwonneland. Also sowas sollte man sich dann schon beibehalten. Ja, des Weiteren können wir hier eigentlich noch ein paar Knöpfe für den Tresor finden und dann auch im Anschluss Kanarienkala besiegen, die da wieder ihre Button-Mashing-Minispiele hat. So, einmal hier schön drauf. Schnell, du Dummkopf! Gib das Puzzle noch weiter! Ja, irgendwo auf einer orangenen Plattform, das sollte man sich auch merken. Da oben vielleicht. Ne, okay, das ist eine andere orangene. Das war irgendwo, wo Wasser drin war. Ich glaube, wir können... Ah, wir können auch beschleunigen, okay. Das ist gut. Ich glaube, das gab es in Banjo-Kazooie auch nicht. Dass man sich einfach nur schneller anstellen konnte. Das ist gut. Jetzt machen wir so einen kleinen Luftangriff und suchen vor allem das Auge. So, trifft das Auge, trifft das Auge, trifft das Auge, trifft das Auge! So! Na, er gibt das Puzzle natürlich wieder weiter. Auf eine lilane Plattform. Ich glaube, die war weit oben. Da drüben, glaube ich. Also das ist schon mal eine lilane Plattform. Ob das jetzt die ist, das wird sich jetzt zeigen. So, oh, wunderschön getroffen, direkt mit den ersten Dornen. Auf eine weitere lilane, aber das war da, wo wir später noch den Samen brauchen. Woher wir den auch immer kriegen? Also da, eigentlich. Müsste eigentlich hier so sein. Spawnt er auch irgendwann, oder? Ah, da, okay. Ja, die Renderdistanz des Nintendo 64 war jetzt nie so groß. Du hast meine einzigartigen Glubsch-Augenblumen gekillt. Ah, dafür bringe ich dich um. Irgendwann, in 50 Jahren. Wahrscheinlich, wenn du weiter träumst. So, Puzzle Nummer 70. Natürlich habe ich auch hier wieder das Problem, dass es durchaus der Fall sein kann, dass irgendwann das Spiel einfach sagt, nö, ich will nicht, ich freeze einfach. Das kam ja nicht das erste Mal vor, ne? So. Wo wir noch was machen können. Wir könnten nach oben, aber da müssen wir mit Banjo und Kazooie hin. Deswegen einfach mal wieder zurück zu Humba Wumba. Uns wieder zurückverwandeln lassen. Ich glaube, wir haben alles als Biene getan, was wir tun können. Außer vielleicht das Puzzle holen. Die Honigwabe, die haben wir noch nicht geholt. So, dann haben wir das auch schon mal getan. Hier ist auch wieder einer der Vespos Domestos, ne? Ah. So ein Vertreter, ein Werbevertreter von Domestos. Die heißen alle Vespos. Und ich wäre jetzt eigentlich nicht so angetan mit, ja, dem Vogel zu reden. Ich rede nicht über Kazooie. Nein, ich rede nicht über Kazooie. Nee, nee. Ich glaube, mein Bildschirm verfärbt sich gerade wieder. Ein Moment, ich muss da mal ein bisschen nachhaken. Okay. Einfacher als gedacht. Ja, nee, aber in letzter Zeit regt mich das voll auf. Ich habe das zwar des Öfteren mal angesprochen, dass sich mein Bildschirm verfärbt oder... Ja, einfach solche Streifen zeigt, aber das ist in letzter Zeit wirklich so richtig häufig der Fall. Ich kann das Kabel, was zum Bildschirm führt, gar nicht mehr irgendwie frei rumliegen lassen, weil dann habe ich Schwarzbild. Ja, dann habe ich einfach ein schwarzes Bild und das ist... Ich glaube nicht, dass das so toll ist. Da kann man bessere Bilder haben. Da könnte man zum Beispiel so einen Grünfilter nehmen, ja? Wenn ich das dann noch so ein bisschen bewege, dann habe ich einen Grünfilter drauf und dann sieht alles so grünlich aus. Ja, ist auch schön. Ist auch schön. Also, grüne Farben, ja, das kann man machen. Ach nee, da waren wir ja schon drinne. Stimmt, okay. Dann heißt es wieder zurück. Wir können über die Flugplatte eigentlich wieder zurückkommen. Dann gehen wir jetzt doch zu Kanarienkala. Dann habe ich genauso viel geschafft, wie ich im letzten Part geschafft habe. Nur das Problem ist, es ist nicht so einfach. Ich hoffe, wir werden es jetzt packen. Meine Güte. Was? Alter, Mann. Schick mich nicht runter. So. Ja, red doch. Red doch. Muss ich dich erstmal anbrutzeln, oder wie? Also, irgendwas sagt mir, das sollte nicht so sein. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Was zur Hölle? Ich glaube, der startet jetzt so das Minispiel, aber ich bin gar nicht drauf. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie so eine Art Bug entdeckt. Ich glaube auch nicht, dass man einfach so durch Charaktere durchlaufen kann. Das wäre
Ich meine, ihr könnt es jetzt mal an Humba Wumba ausprobieren, ne? Die steht ja auch einfach nur hier so rum. Die hat auch Kollision, ja? Vor allem ihre... Ihr wisst schon was, ja? Also, da kann man eigentlich auch schon von Logik sprechen. Ich will jetzt nochmal meinen Bildschirm verfärben. Richtig verfärben. Ach du Kacke. Verdammte Scheiße, das wird... Hallo? Ah. Intensive Farben. Holen Sie sich jetzt LSD Deluxe. Weil LSD Deluxe dasselbe ist wie LSD, nur in Deluxe-Form. Ja, jetzt klappt's. Hey Benjo, da ist wieder dieser verrückte diese verrückte Kanarienfrau. Das bin ich. Wie wär's mit einem neuen Rennen? Aber die Draisine ist doch immer noch in der Mine. Keine Sorge, ich habe stattdessen auf diese Aufziehmaus gefunden. Aufziehmaus, tickst du noch ganz richtig? Und hopp, spring drauf und drücke A so oft du kannst, um die Maus zu bewegen. Oh, können wir jetzt noch durchlaufen? Das war tatsächlich ein Bug, weil ich hier drauf geflogen bin. Okay, sehr interessant. Habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Okay, sollte wahrscheinlich nicht so sein, aber jetzt müssen wir halt tatsächlich Speedrun-Taktiken nutzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so bereit bin für... Nein, ich bin nicht bereit. Für Button-Mashing. Einfach mal... Ah, doch, wir sind ganz gut bei der Sache. Nur das geht halt auch auf den Finger und vor allem auch auf alles andere. Auf den ganzen Oberarm, wenn man diese Speedrun-Taktik nutzt. Es ist halt so, dass bei Button-Mashing... Es ist halt die einfachere Variante, ne? Wir können jetzt eigentlich noch ein bisschen chillen. Dass man eigentlich den Oberarm so ein bisschen nehmen muss und mit dem so ein bisschen rumzittern soll. Dann geht's besser. Das ist im Grunde so eine Taktik, mit der man ganz gut Button-Mashing machen kann. Wenn man nur mit dem Daumen macht, dann hat man eigentlich schlechte Karten. Ja, doch, das geht gut. Boah. Ein Moment. Ich bin jetzt schon am Schwitzen. Scheiße. So. Leg los. Du hast mich besiegt. Yo, der normale Preis wird es tun. Sei nicht so gierig, Kazooie. Wir haben all ihren Besitz genommen. Oh nein, das habt ihr nicht. Schau mal, was ich hier oben gefunden habe. Ach, schon jetzt das Puzzleteil. Ich dachte danach erst das Puzzleteil und jetzt erst das Cheeto-Papier. Ich habe auch noch so ein Papierding gefunden. Hüpfe auf die Maus und siege, wenn du das haben willst. Oh. Eigentlich würde ich das nicht gerne haben wollen, aber... Oh, ich bin jetzt schon drauf gesprungen. Ach, scheiße. So, jetzt irgendwie siegen. Irgendwie. Hauptsache irgendwie. So. Fertig? Ja, nee, eigentlich nicht. Ach, komm. Komm ganz schnell. Schneller sein. Benjo. Vielleicht wird das ja sogar ein First Try und dann wäre das gut. Mach schon! Sie hat jetzt einen sehr, sehr großen Abstand zu uns. Oh, das ist auch gut. Das tut weh. Gott. Ja, und jetzt lasse ich natürlich los, weil jetzt langsam geht die Kraft aus dem Arm. Und das Problem dabei ist, wenn die Kraft aus dem Arm geht, dann hat sie natürlich die Möglichkeit, ein bisschen aufzuholen. Falls der Abstand zu groß ist... Boah, ich krieg die Krise. Fahr einfach nur schneller. Nein, die darf auch nicht aufholen. Ich bin am Schwitzen, wie sonst was? Mach schon, Benjo! Oh, ich höre sie jetzt schon wieder. Sie darf nicht schneller als wir sein. Boah, 5 Meter oder so. Der Abstand ist halt echt gering. Nein, boah. Ich wäre so ausgerastet, hätte die jetzt noch gewonnen. Boah. Und jetzt habe ich wieder, jetzt werde ich wieder Muskelkater haben am rechten Arm. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe verloren. Und ob meine Dame, hierher mit dem Papierding. Oh, mein letzter Besitz. Ja, heul doch. Nun, das war's dann. Ich schätze, ich gehe dann zurück zum Abendessen. Was gibt es denn? Ein feines Wurmbrot und eine leckere irgendwas. Hm, ja, klingt sehr gut, ne?
Wie wär's mit einem dritten Rennen zum Angebot? Oh nein, am Ende gewinnst du und ich bleibe hungrig. Bis dann, gefiederter Kollege und Bärenfreund. Verpiss dich! Hau ab! Meine Güte! Ich will dich nie wiedersehen! Ah, wenigstens ist das geschafft. Ist das Schlimmste schon mal geschafft. Ja, das Schlimmste ist halt wirklich, wenn man auf halber Strecke liegen bleibt, weil einfach dann die Kraft aus dem Arm geht. Boah. Ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt. Jetzt ist mein Bildschirm schon wieder so anders. Einen Moment mal wieder. Ja, doch. Ich weiß noch nicht, wovon das kommt, aber... Ja, damit muss ich jetzt erstmal ein bisschen leben. So. Wir könnten uns mal umschauen, wo es noch weitere Dinger für den Dingens gibt, ne? Weitere Dinger für den Dingens. Komplett logisch. Nee, wo es noch weitere Eingänge, weitere Schalter für den Tresor gibt. Ich glaube, das wird auch nochmal sehr interessant werden. Ja, gehen wir einfach mal nach oben. Ich glaube, da oben war auf jeden Fall noch was. Boah. Ah, es ist anstrengend gewesen. So ein bisschen Buttermashing, ne, und schon... Meine Fresse. Ah, das kann man ganz gut in Speedruns sehen. Meistens nehmen die dann auch noch ihre, ihren Zeigefinger, ne, ihren Mittelfinger und legen ihn auf den Zeigefinger. Das ist so richtig komisch, aber das klappt anscheinend irgendwie. Keine Ahnung. Also die legen ihren Zeigefinger auf den, ne, ihren Mittelfinger auf den, über den Zeigefinger und mit dem Zeigefinger, drücken die dann irgendwie ganz schnell auf den A-Knopf oder so. Das ist halt echt ein bisschen komisch. Das geht auch am besten, wenn man lange Fingernägel hat, glaube ich. Wenn die Fingernägel lang sind, dann hat man noch gute Karten. Hier ist meine geliebte Notenscheiße und wir sind tot. Was? Natürlich nicht tot, ne? Man will mich... Ja. Man will mich jetzt noch mal ein bisschen leiden lassen. Man will mir jetzt erstmal noch ein bisschen Hoffnung machen, damit ich am nächsten Gegner sterben kann. Ich wollte aber auf die andere Seite, verdammte Kacke. Nur auf die andere Seite. Aber da habe ich jetzt auch nicht im Kopf, was wir noch machen hätten machen können. Also, ja, den Part haben wir erfolgreich gefüllt, denke ich mal. Oder die Parts. Und wir könnten sogar noch erfolgreicher sein als beim letzten Mal. Also, ja. Ist eine gute Sache. Ah, Geschicklichkeit? Schade. Weil die kann man in solchen Momenten dann doch eher gebrauchen. So, ich will jetzt aber gerne noch ein bisschen... Okay, wir haben noch genug Federn. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Ist aber so weit oben. So weit oben. Das hätte nicht sein müssen. Ja, noch ein Stück. Wenn man dann runterfällt, ist es natürlich sehr ärgerlich. Aber ich muss jetzt langsam mal diese komischen... wie heißen sie nochmal? Ja, Samen finden. Mit denen wir es dann auch schaffen, endlich ja, so einen Weg zu Herr Fit rüber zu kriegen. Weil wir müssen den ja auch irgendwann mal herausfordern. Anders geht es nicht. So... Ich glaube, wir sollten erstmal... Wir nutzen ein paar Feuereier. Ich glaube, das ist gut. Vielleicht lässt sie sich ja treffen. Jo. Dem ist doch so... Scheiße. Wir haben nur noch einen Zeitbomb mal. Das müssen wir jetzt klug nutzen. Ja, solange die Biene jetzt nicht hier ist... Dieser Vespo Domesto... Ist eigentlich alles im Lot. So. Es gibt noch irgendwo 5 Noten. Die gibt es auch hier irgendwo in dieser Höhle. Gut. Jetzt färbt sich schon wieder mein ganzer Bildschirm. Was ist denn hier los? Nur weil ich hier ein bisschen rumspiele oder wie? Jetzt alles so orangelich. Ich kann ja Filter drüber packen, dann wisst ihr, wie ich das sehe. Das ist so richtig komisch. Nee, ich gehe da nochmal dran. Meine Güte. Trash. Super Trash, also Trash. Ach, okay. Super Trash. Super Scheiße, super Müll. So. Ja, Scheiße können wir auch sagen. Scheiße kommt bestimmt auch in den Müll. Irgendwo in den dritten Weltländern. Wo haben wir denn jetzt, Ja gut, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar...
Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt in die Mitte kommen. Also wie wir jetzt die letzte Ziffer bekommen. Doch, das weiß ich. Aber wir brauchen dazu, jetzt verfärbt sich der schon wieder. Was ist denn hier los? Ja, jetzt habe ich mein Kabel komplett fallen lassen. Ist auch geil. Komm schon! Achso, das ist der Kabel. Einfach mal von der falschen Seite ziehen. So, geht doch. Wenn man von der falschen Seite zieht, dann braucht man sich auch nicht wundern. So. Ah. Sportliche Betätigung hier, ne? So, die Frage ist... Also hier brauchen wir auch nochmal Banjo. Wie kommen wir denn da rein? Über die rote Seite. Okay, ist ja auch mal interessant. Wir wollen jetzt nur noch irgendwie in die Mülltonne kommen. Am besten erstmal noch ein paar Eier finden. Weil wir nur mit denen irgendwie irgendwas tun können. Scheiße. Das ist der Tod. Nein, ist er nicht. Du malst schon wieder den Teufel an die Wand, ne? Das ist kein Tod, nee. Das ist ein Yoshi. Das ist ein großer Unterschied. Da haben wir noch ein paar Eier. Wir brauchen Zeitbombeneier. Mindestens eins. Da müssen wir noch irgendwie mit den Banjo auf die andere Seite kommen, weil nur er alleine... Ja, an den Jinjo rankommt. Weil anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Wie soll denn Kazui da rankommen? So, da ist die Mülltonne. Da haben wir noch eine Blume. Die haben wir auch jetzt zum 10. Mal gekillt, weil sie einfach die ganze Zeit im Weg ist. Schön. Ist interessant. So. Ein bisschen Geschwindigkeit. So, und die Platte ist dazu da, dass wir wieder wegkommen. Die Frage ist halt, wie kommen wir mit Banjo alleine hier hin? Das ist die größte Frage, die ich mir bisher stelle. Wir können auf jeden Fall schon mal das Tresor öffnen. Den Tresor. Ich sag immer das, warum auch immer. Es macht keinen Sinn. So, hier haben wir den Schalter. Ja, wie wir an den Jinjo kommen, das ist auch wieder eine gute Frage. 1984. Genau, 1984. Wie konnte ich dieses einzigartige Datum vergessen? Weiß ich nicht. Ich kann es mir auch nicht merken. 84. Ist halt das Gründungsjahr von Rare. Das muss man zelebrieren. Ist es laut? Ich muss mal kurz... Na, egal. Bevor jetzt hier die Aufnahme abschmiert, ja, spiele ich lieber bis zum Ende weiter. Weil die Peaks gerade so aussehen, als wäre das ein bisschen niedrig, ne? Ja, aber was sollen wir denn noch machen? Wir brauchen ja jetzt den Schamanen. Oder im besten Fall eigentlich... Wir könnten jetzt nochmal nachschauen, ob wir vielleicht doch noch irgendwie die Dinger da reinlegen könnten. Die Dinger. Die, ihr wisst schon was, die Samen. Okay, so nicht. Weil wir hier auch keine brauchen. Wo war denn die Stelle? Hier, ne? Irgendwo hier. Da. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen Samen. Den wir vielleicht sogar schon haben. Und dann ist alles viel einfacher. So. Dann haben wir wenigstens schon mal eine Sache. Ah, okay. Den zweiten müssen wir sonst wohin bringen. Ich überlege gerade. Auf jeden Fall nicht hierhin. Nee, nee. Wir können jetzt erstmal zurück zum Tresor und das Puzzleteil abholen. Die Frage ist, wo kriegen wir denn den zweiten her? Das würde mich jetzt noch so interessieren. Oder wo müssen wir den zweiten reinlegen? Dann können wir mit den Scheiß-Schamanen... den Scheiß-Schamanen, ja. Dann können wir mit dem Schamanen, ja, Regen generieren. Geht das Spiel auch wieder an? Okay, dankeschön. Ja, so gesehen Regen generieren. Wir gehen wieder in die Mitte. Auch wenn das gar nicht mal so weit weg ist. Zentralhöhle. Wenn wir das dann getan haben, dann haben wir im Grunde schon... Wir haben echt viel geschafft dann eigentlich.
Da, Tresor. Erstmal dahin. Wir brauchen aber irgendwo noch einen anderen Weg. Ich versuche das gerade irgendwie in irgendeiner Art herauszufinden. Oder irgendwie im Gedächtnis abzurufen, wo wir denn den zweiten Samen brauchen. Weil das nicht an derselben Stelle ist wie, ja, eben. Wir brauchen auf jeden Fall zwei. Das ist der feine Unterschied. Ich meine, Banjo selbst braucht ja sowieso noch einen Weg zu Herr Fit. Ja, wobei... Wir gucken uns da erstmal um. Wir haben ja noch die Flugplatte. Und bevor der Part vorbei ist, ne, können wir hier nochmal ein bisschen umschauen. Können wir uns noch ein bisschen umschauen. So, hier einmal nach oben. Ah, das ist wieder gut, so einfach mal wieder so ein bisschen Banjo-Tooie zu spielen. Und vor allem die Mission zu machen, die man bisher noch gar nicht gemacht hat. Das ist das Beste. Ohne das Wissen, dass du Kanarienkala nochmal machen musst. Was jetzt natürlich besser geklappt hat, aber... das ist in Wirklichkeit eigentlich auch schon eine schwere Sache, ne? So, wir fahren ein bisschen höher. Weil Herr Fitz sich doch ganz gerne hier aufhält. Ah, hier, ne? Ah, okay, geht doch. Dann einmal auf der anderen Seite. Da brauchen wir jetzt den Schamanen, aber den werden wir im nächsten Part holen. Den werden wir beauftragen. Wie so ein Auftragskiller. Ja, hier brauchen wir auch noch Kazooie, von daher... Es gibt noch so viele Sachen, die wir eigentlich noch einzeln machen müssen. Aber es wäre schon mal gut, mit Mumbo anzufangen. Im nächsten Part. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.